Dann gibt es hier noch einen guten Videobeitrag von David Sunshine. Das ist schon relativ alt, 2008, aber ich habe das schon oft gesagt, wenn man zu heißen Sommerzeiten fliegt, wenn draußen stehende Hitze ist bei über 30 Grad und der Motor da fleißig heiße Luft noch ins Gehäuse bläst von Scale-Helikopterrümpfen, die fest verschlossen sind, die Türen sind zu, da kommt nicht viel Luft rein, außer hier oben vielleicht über die kleine offene Luke, es sei denn, man fliegt mit Vollspeed vorwärts, damit dann wenigstens der Wind bei rasanter Vorwärtsgeschwindigkeit irgendwie ins Gehäuse noch gedrückt wird, aber ansonsten, wenn man dann so viele Hoverflüge macht, Stehflüge, sanfte Flüge, wo man nicht viel Speed entwickelt zu wirklich heißen Sommertagen über 30 Grad. Wie gesagt, ich habe es einmal getestet diesen Sommer. Ich habe den Motor wirklich, also ich habe wirklich Glück gehabt, dass mir der ESC nicht ausgefallen ist. Der Herr zeigt es aber mit einem kleineren Modell, 450er. Er zeigt hier die Turbulenzen, die erzeugt werden durch ja, wie so. Er zeigt es leider nicht. Ne? Das ist leider nicht zu sehen hier, wie die Gears jetzt aussehen. Aber wenn man diese Gears, das Hauptzahnrad und das Autorotationszahnrad so konstruieren würde, dass man so kleine Turbinen, Lupen da reinbaut als Verstrebungen statt einfach nur Kreisausschnitte, wäre das wesentlich sinnvoller, um, sage ich mal, von da oben Luft reinzusaugen, die, wie gesagt, ins Gehäuse reingedrückt wird. Muss ja nicht viel sein, aber so ein guter Föhn, sage ich mal, Föhnwind, wäre schon ganz gut, um dieser heißen Motorluft entgegenzuwirken, die hier aus den Motoren teilweise rausgeblasen wird. Bei heißen Sommertagen ist es, wie gesagt, ganz kritisch, weil bei vielen sitzt der Motorregler, der sitzt nicht weit entfernt. Der Motorregler hat aber einen Temperatursensor da eingebaut und wenn der Temperatursensor im Motorregler merkt, jetzt wird die Luft zu heiß, ich schalte mich ab und der Vogel fällt runter, ist es halt blöd. Aber der Herr zeigt leider nicht, wie die Zahnräder gebaut sind, aber es ist nicht schlecht, wie gesagt, ein Hauptzahnräder und Autorotationszahnräder so zu bauen, dass die Verstrebungen aussehen wie so kleine Rotorblätter, wie so eine Turbinenwerk, wie so eine Turbine sozusagen, die die Luft von oben reinsaugt und dann hier ins Gehäuse reindrückt. Das wäre, wie gesagt, nicht schlecht, um dieser heißen Luft, die aus dem Motor da entströmt, das ist ja doch ganz schön viel heiße Luft, die dann rausströmt und teilweise halt dann schön bei geschlossenen Gehäuse, bei Scale-Rümpfen im Gehäuse sich ansammelt und ansammelt und ansammelt im Fluge, je nachdem, welche Manöver man fliegt. Wenn man besonders viel Collective immer dazu gibt, dann wird natürlich besonders viel Leistung beansprucht und die können schon ganz schön,
das kann schon ganz schön viel Hitze entwickeln, sodass halt der Temperatursensor am Motorregler, das ist ja so die wichtigste Komponente, weil in den meisten Motorreglern ja auch die gesamte Stromversorgung mit eingebaut ist, damit die Empfangstechnik damit Strom versorgt wird, die Satellitentechnik mit Strom versorgt wird, die Flight Controller Technik mit Strom versorgt wird. Und wenn das alles komplett auf einmal ausfällt, das ist natürlich wirklich sehr, sehr schade. Der Herr zeigt es aber hier mit Main Gear Fans, die Tail Gear Fans, weiß ich jetzt nicht, was er damit meint, aber wahrscheinlich hier das Autorotationsrad meint er wahrscheinlich mit Tail Gear, ne? Also wenn das Hauptzahnrad und das Autorotationszahnrad mit, wie gesagt, mit Turbinenschaufeln versehen werden würde als Verstrebungen, wäre das sehr vorteilhaft für sämtliche Scaleflieger da draußen, damit, wie gesagt, von oben die Luft reingesaugt wird und dann ins Gehäuse reingedrückt wird, um dieser Heißluft entgegenzuwirken, die dann aus dem Motor entströmt. Und wie gesagt, meistens bei vielen Bauarten ist es so, dass Motor und Motorregler sind nicht so weit voneinander entfernt. Da strömt teilweise die Heißluft, die aus dem Motor rauskommt, strömt direkt gegen den Motorregler. Bei mir ist es ähnlich. Und das kann schon sehr gefährlich werden, besonders zu heißen Sommertagen, wenn die Luft steht und noch so richtig schön dicke ist. Und das kann schon sehr kritisch werden. Da muss man wirklich aufpassen zu heißen Sommertagen. Da würde ich eher sagen, nicht fliegen. Fliegt dann, wenn, dann überhaupt nur am Abend, wenn die Temperaturen sich abkühlen. Ein bisschen zumindest, das hilft schon, aber also wenn die Kiste dann noch steht, irgendwo bei Flugtagen, wenn die dann noch in der Sonne steht, eine Stunde lang und das da drinnen schon schön warm wird und dann noch fliegen, dann wird es noch heißer. Also da kann ein Motorregler schon mal sehr schnell ausfallen, aber der Herz zeigt es hier mit seinen Stripes, Papierstripes, die er da angebracht hat, wie schön da Luft durchzirkulieren würde, wenn man Hauptzahnräder und Autorotationszahnräder mit eher so Turbinenschaufeln als Verstrebungen versehen würde, als einfach nur Verstrebungen, die dafür da sind, um möglichst viel Material zu sparen, aber und damit das Zahnrad stabil wird, aber überhaupt kein Wind irgendwie erzeugt, ne? Also für Scale-Rümpfe ist es besonders kritisch, das Thema. Bei Canopies ist es besser, aber ich glaube, selbst bei Canopies wäre es mindestens genauso gut. Besser, wenn da ein bisschen Kühlung noch stattfindet, als wenn da immer nur die Heißluft da reinbläst. Also wie gesagt, die meisten ESC haben so einen aufgebauten kleinen Elektrofan, der noch auch zusätzlich noch mit Strom versorgt werden muss, damit dieser kleine Fan gegen den Motorregler bisschen Luft bläst, aber das ist ja eigentlich ein Kokolores-Konzept, das Ganze. Man fragt sich manchmal, was sich Techniker so einfallen, weil das Konzept ist ja nicht so, dass dieser kleine Fan da irgendwie hier oben Luft ansaugen könnte, die irgendwie angesaugt wird, damit es hier schön im Rumpf verteilt werden könnte. So ein kleiner Pups-Fan, der kommt niemals an gegen so einen
Motor, der hier ständig warme bis heiße Luft zu heißen Sommertagen rausbläst. Und das ist, wie gesagt, so ein Witzkonzept manchmal, ne? Diese kleinen Elektrofans, die jetzt gerade mal so einen Durchmesser haben, die direkt aufgebaut sind auf die Motorregler. Das ist, wie gesagt, nicht zu vergleichen gegen diese Luft, die hier angesaugt werden würde, wenn man Hauptzahnräder und Autorotationszahnräder mit turbinenartigen Schaufeln versehen würde, dass die Luft von oben ins Gehäuse reingesaugt wird. Gut, der hat jetzt hier 3000 RPM drauf, aber selbst bei niedrigeren Drehzahlen würde man das schon. Wäre es schon deutlich besser, wenn diese Zahnräder, die sich so oder so drehen, schon mit erheblicher Drehzahl, weil wenn die sich nicht drehen, dann dreht sich noch nicht mal der Rotorkopf oben. Also wenn man, es wäre es doch eigentlich sinnvoller, wenn man jetzt nicht noch einen Haufen Strom vom Akku abziehen müsste, um einen kleinen Fan noch mit Strom zu versorgen, der gegen den Motorregler bläst, weil dieser kleine Fan, der kommt, wie gesagt, niemals gegen diese Heißluft an zu heißen Sommertagen, die da rausströmt und direkt gegen den Motorregler bläst. Und der kleine Fan ist ja nur dafür da, dann im Endeffekt, dass die heiße Luft im Gehäuse bisschen rumzirkuliert wird. Mehr macht das Ding ja nicht. Wer jetzt, wie gesagt, ist ein gutes Video. Dank an David Sunshine für diesen Beitrag. Schade, dass er nicht zeigt, wie die Hauptzahnräder und Autorotationszahnräder wirklich von unten mal ein Video zeigen, wie es von unten aussieht, wie die gebaut sind. Aber wie gesagt, also Autorotationszahnräder und Hauptzahnräder so ein bisschen als Turbinenschaufel designen, das wäre schon nicht schlecht, ne? So ein bisschen, das wäre aerodynamisch weitaus sinnvoller, das Konzept meiner Ansicht nach, als dieses Technikerkonzept, muss ich schon sagen, auf diesen Motorregler so einen kleinen Pups-Fan aufbauen, der noch irgendwie Strom zieht vom Akku, damit dann einfach nur die heiße Luft da im Gehäuse ein bisschen besser Heißluft zirkuliert wird, aber ja nichts von oben an frischer Luft irgendwie reingesaugt werden kann. Also wie gesagt, heiß zu heißen, wirklich heißen Sommertagen, über 30 Grad, 33 Grad. Ich habe es einmal getestet, das ist drin über einmal über 60 Grad heiß geworden. Kann von Glück reden, dass mein Motorregler nicht ausgefallen ist. Ich habe zwar eine Warnmeldung bekommen, aber habe es dann wirklich dann schnell auch abgesetzt, den Vogel, weil das dauert dann, glaube ich, wirklich nicht mehr lange, bis sich der Motorregler dann abschaltet. Und 60 Grad im Gehäuse ist schon echt, ist schon richtig heiß, ne? Aber mit so einem Konzept created by the fans in the gears, das ist schon nicht doof. Also danke, Herr David Sunshine, für dieses diesen Videobeitrag mit deinen Papierstripes, die du da angebracht hast, um zu zeigen, wie dann die Luft zirkuliert.